Servus Burschen, wir sind wieder back. Heuer Erzberg, die dritte. Erzberg 2024 zum dritten Mal mit dem Buch Maxi. Ihr seht den legendären Berg schon hinter mir. Ich nehme euch wieder mit. Ich fahre mit einem neuen Moped, das der Dachs und ich über den Winter gebaut haben. Das Moped möchte ich noch einmal am Erzberg auflassen. Und ja, wird wieder ein legendäres Wochenende. Ihr seid dabei. Let's go! Weißt du, Luke, wegen dem Trainingsgelände, gell? Hä? Du hast Trainingsgelände, du weißt meine Rolle nicht, der Umfolger aus Game Show, gell? Hat er gesagt. Max! Hängen wir die Fetzen weg, oder? Bist du bei dem das Nasenhaar? Ja. Oder Arschhaar. Arschhaar. Weil ich habe ein Haartransplant in der Türkei, wenn wir die Arschhaar auf die Nasen transplantieren lassen. Der scheiß Bootfahrer, Alter, hat mich eingenebelt, schaut das an, ich schaue aus wie ein Dreckfahrer. Ich bin da gewesen, Alter. Der Guido hat er, glaube ich, geheißen. Das war eigentlich Verleitung. Coach, bist du bereit? Alles klar, oder? Das ist mein Herz, das ist alles schon wieder anders. Wirklich, wa? Kalli, alles anders mit den Big O. Das ist einer auskennen. Einmal ein Karten, einmal ein Strichkarten. Ja. Wo bitte ja, man ja, das hin? Du Taper, der ist schon etwas gemacht. Ah, das habe ich verkackt. Was? Nein, ich war mein Payment Verlierer. Und was sagst du, wie schaut die Prognose für uns aus mit den Maxis? Ich will nichts sagen, weil sonst spinnt der Dachs wieder. Herr, schafft er. Aber ich habe meinen Finger gebrochen. Mein Finger gebrochen und bin durchgefahren. Grüß dich, hallo. Der Johnny Walker. Das war der Johnny Walker. Ja. Ja. Ich kenne ihn nicht. Was tun wir so Minderheiten? Danke, Coach, gell, wieder für das. Gib mir das Sackli, du das verstehst. Ich meine, Nuschi Bomber. Sehr gut, ja. Viel Moment. Ja, der wird morgen am besten gelandet. So, Coach macht für mich die Abnahme, oder wie? Du schon. Ja. Kannst du es durch hier lassen? Also, ja, mit mir so in den ersten Leim. Servus. Servus. Machen wir noch Pickel, oder? Haben wir schon. Servus. Alter, ich sag's dir, Alter, das Werksfahrer da sein ist ein Wahnsinn, sag ich. Was haben wir jetzt da, die ersten Testversuche, oder was? Ein Fußboot wird das, ein Fußboot. Ja. Für die Pediküre. Nehmen wir an. Okay, was ist heute leicht vom Speiseplan? Heute gibt es ja Schnitzi. Ja. Schnitzi? Mhm, goldbraun natürlich, wie es gehört. Ja. Wir sind am Normstedt. Donnerstag ist Schnitzeltag. Ja, genau so ist. Ja, ist immer so. Wie ist heute das Wetter bis jetzt so verlaufen? Wie kommt es in Zukunft noch? Aber es hat ein bisschen geringt. Ja. Vielleicht trinkt es noch mehr, aber das weiß man nicht genau. Schau, ja, dampft schon. Ja. Was? Morgen fürs Rennen, wie ist das zu erwarten?
Ja, ich warte auf dich. Ja, warte auf dich. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie die Kartoffel. Wir Pommesfabrik, oder? Pommesbude! Alter, was machst denn du da? Ja, was weißt du, die Buben machen nur Pommes, aber die richtigen Männer machen Gitterpommes, ne? Ah, das geht was, Alter. Da geht's euch anhalten, mein Lieber. Ich halt nicht auftrinken, ich bin Urlaub. Das gehört jetzt ganz genau eindosiert, ja, damit da ja nichts passiert. Ja? Also ist unsinnig, dass da nichts. Also, Schnitzelklopfer 2.0, ja. Marke Optimale Temperatur erreicht, ja, ja. Von 168,9 Grad. Ja. Habe ich genau mit dem Kinky ausgemessen, das passt. Ja. Und jetzt geht es einfach nur mehr darum, dass man das immer zu dem richtigen Moment findet. Ja. Ja. Es gibt ja eine Norm, ja, wie so ein Schnitzel zum Ausschauen hat in Österreich. Ja. Man will sich da von der Norm nicht weg bewegen können. Also, es muss schon passen. Machen wir da ein bisschen undercover. Machen wir das undercover. Das ist ein bisschen was stand da. Zur Not lege ich mir ein Schnitzel. Was ist da? Kochen wirst. Das Ding ist aus. Ich hab keinen Akku mehr. Ich weiß nicht. Hast du von Mecke geholt? Hinter Pommeslampe. Oder Deluxe, ja. Fans. Deluxe. Ja. Deluxe. Ah, Deluxe. Richtig, richtig wie im Hilton. Wie im Hilton. Wie im Plakotterlucke, oder? Ja, da war ich immer nur bei Frühstück, gar nicht mehr so. Ja, aber du wirst ja ab und zu, also der hat kein Schnitzel. Guten Morgen, meine Lieben. Jetzt gibt's ohne Onion-Ringe. Wollen wir mal den Fingern schneiden? Die haben wir ja ausprobiert. Diesmal Zagel zum Schneiden, das haben wir aber dann nicht, weil ich ziehe das heute zu viel. Die Aromen sind schon zum Rechen da rein im Zelt. Ja, also Versuch. Ich kann euch nicht versprechen, ob es schmeckt. Wenn nicht, haben wir es einfach oben. Ja. Haben Sie im Plakotta auch etwas was probiert? Nein, da haben wir nichts. Da war ich nur bei der Frühstücksbar. Eis wenig zu trennen, hä? Ist schon da, ja. Die Reihe haben sie natürlich gar gemacht, das ist bei der Frühstücksbar. Klar, da haben die 100. Ja. Und wenn keine Eier mehr da war, haben wir die hergenommen. Ja, Burschen, Tag 2 am Erzberg. Wie seht's? Wieder ist schrecklich, da hinter mir sollte euch wieder der Berg sein. Man sieht gar nichts. Und heute wird es ernst. Ring ohne Ende. Aber wir werden probieren, das Beste daraus zu machen. Schon vorbereitet, hä? Sicher. Sieht man nichts beim Ring. Zeigst du auch schon auf, oder? Jetzt ist er fertig aufmagaziniert.
Komplett? Durchgefahren? Ja. Hast du auch alle aufgehoben? Ich kann wiederholen einmal. Au. Raus. Ingerz, wie fühlst du? Beschissen. Mein Kruder ist auch lecker. Das wirkst du an, wegen Mikroplastik, das ist nichts. Das sind die Kleberkleber, sie holen ihn nicht. Das ist nicht der Rest gut. Ist mir wurscht. Wegen der Griff aus. Ja. Ja, andere schon schießt. Kuppel und Sebe ist auch getrunken. Oh, das kann mir wieder spaßen.
Na, gehst du jetzt da dann und zückst den Kotflügel? Ich denke, alles drauf. Hat sich rausgeschlingen, oder? Ja. Hat der Heuer so. Weil es heuer das erste Mal komplett geschafft hat. Bist du in Steuerung gleich umfahren, oder was? Nein, offen, Alter. Nein, das glaube ich ja nicht. Ich hoffe, du hast das gefilmt. Nein, da wird gefilmt. Nein, das ist nicht vorhin drauf. Oh ja, das habe ich auch. Den habe ich drauf. Du hast den Glück, dass ich nicht gewusst habe, wie ich dazu gezogen habe. Hat sich keiner lachen dran, wie wir gefilmt. Weil ich schaue mir das auch dann da, gell? Weißt du, wer gelacht hat und da schaue ich dann auf, wenn die noch dort sind, halt, die kriegen sie alle eine von mir. Also ich sag's euch, der Ausflug, kulinarisch, ein Wahnsinn. Du bist zufrieden mit deinen Schützlingen? Dankeschön, endlich haben wir die Stellen beide geschafft. Ja. Der liebe Herr Dachs. Danke. Ja. Das ist auf dem Bier. Was sagst du, bist du zufrieden mit den Leistungen, ja, des heutigen Tages? Ja, alles bestens, aber ja, der Ring war halt nicht so top, aber grundsätzlich. Ja. Ich weiß nicht. Mir ist wichtig, dass sich keiner verletzt hat. Okay, ja. Ja. Siehst du schon? Da in der Curve, das haben wir eh auf der Kamera raus, dass du das jetzt gehörst. Ah, das wird nur reingeschnitten, glaube ich. Da ist so eine crazy Frage, ist da mal dumm kriegen. Ich weiß nicht, was er gehabt hat. Oder kurz Öl nachgeschaut bei so einer Maxi. Ja, nein, ich hab's kurz mal umlegen müssen, weißt du, dass wieder Sprit in die Kamera ja, kommt. Jetzt kommt der Regenbogenfisch jetzt vorbei gefahren. Regenbogenfrelle. Hallo Burschen, wir haben den ersten Tag, Prologtag hinter uns. Dax, wie sieht es aus, wie es geht? Obpreis blau waren heute Gold wert. Ja. Ohne die war es sicher nicht gegangen. Alles ja. Geschafft. Perfekter Tag, oder? Zufrieden mit meiner Leistung. Ja. Verwenden wir die anderen Obpreis blau und dann geht es zum Sturm. Ja, ihr seht es wieder mittlerweile wunderschön. Wir sehen uns am Sturm auf Eisenerz.
Das ist wurscht, hat der Bernd gesagt. Ja, dann ruft doch wohl nicht einer. Ja, es ist optimal, ne? Ja. Ich glaube, das ist ein Quellwasser von der Therme. Wie ist das, Berg? Ja. Ja, war es noch, gießt mal. Wow, wow. Du siehst mich aus, dass er wirklich ist. Alter, das schaut aus wie bei einem türkischen Friseur. Wurscht, dass du dann die Arsch war. Heute ist Haare rasch stark. Heraußen ohne Wasser, richtig angenehm, mit Wasser eiskalt. Also wenn es nass ist, eiskalt. Aber sobald man das Wasser auftrennt. Boah, das strömt stärker wie bei mir haben unter der Dusche, wenn es verkommt. Noch wacher und warm, da kommt der fast der Achter aus. Die drei bereiten jetzt gerade vor. Einer tut zusammenrahmen, einer ist der Gehilfe. Dann haben wir den Thomas, den Meister Pizzakoch. Der wird uns jetzt ein paar Pizzen kredenzen. Extra Tag auch gemacht vor zwei Tagen. Ja. Da am Berg mit der Gate-Maschine. Und ja, letzte Vorbereitungen, dann kommt der Belag rauf. Wie ist die Lage? Eh schön. Ach, mein Ladig. So heiß ist da rein. Das ist das Leben vom Pizzakoch, oder? So heiß immer. Ich bin kein Kebab schwitzen, heim als wir. Ist das Leben so? Ja, anstrengend.